Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Shine und zwar heute geht es um etwas sehr, sehr Tolles, das ich offscreen gemacht habe. Und zwar habe ich mir, Moment, diesen Kommentar hier zu Herzen genommen von MCPE Diamond. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Geh einfach zu Notop und benutze seinen Infusion. Das habe ich jetzt getan und siehe da, Boots of the Traveler. Gleich mal aufs Höchste, was geht überhaupt, enchanted. Hier, Magnetisierung wollte ich nicht, Slowfall ist drauf, zeigt aber halt nicht an, leider. Recht geil und ich sehe jetzt durch die Goggles of Revealing, yeah, die habe ich mir auch einfach so craften können, wo die Aura-Noten sind, sogar von weiter weg sehe ich die. Und das heißt, wir könnten theoretisch auf Suche gehen, aber was, ups, sorry, das, man springt auch ziemlich hoch und man kommt auch weiter, wie man sieht hier, also ist auch schneller unterwegs, selbst wenn man springt. Das gefällt mir sehr an den Boots of the Traveler. Was man nämlich noch machen kann, ist jetzt hier einfach drüber laufen. Hui. Und da kann ich jetzt durchlaufen überall. Was halt nur ein Block hoch ist. Oder wenn ich jetzt so, ich springe sogar höher als vorhin. Das ist mal nur der Vorteil hier alleine an den Boots of the Traveler. Und wie man sieht hier, Neuland, 6000 Meter weiter drüben. Ich habe aber noch ein paar Meter weiter, also ich habe noch, ich glaube, knapp 10.000 Meter bin ich weitergelaufen. Ich habe mir sogar ein Teleport dorthin gesetzt, damit ich es euch zeigen kann. Aber ich werde es euch dabei nicht zeigen heute, weil ich denke, ich werde offscreen noch weiter weglaufen. Und noch weiter weg dann halt noch ein Haus aufbauen sozusagen. Einfach, damit wir mehrere Häuser haben. Ne, also ist ja, damit wir mehrere Festungen haben, wo man mehrere Sachen hat. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht heute hier das Lager ein bisschen erweitern und vielleicht nicht nur das Cobblestone bauen. Das wäre ein bisschen schön. Aber auf jeden Fall, mir gefällt es, ich kann da überall drüber laufen, einfach so. Über Wasser kann ich immer noch nicht laufen, weil man jetzt noch schneller ist als mit den Hermes Boots. Warum, weiß ich nicht, aber ist halt einfach so. Und dafür springt man aber halt. Was war das, ein Meteor oder was? Das war wirklich ein Meteor, der wäre mir auf meinen Kopf gefallen, wenn ich jetzt weitergelaufen wäre. Nur ich kann halt viel weiter springen jetzt und auch viel höher. Das ist geil. So, da sind wir bei unserem Haus. Und dann können wir sozusagen das Lager erweitern. Ich weiß nur noch nicht, wohin ich das Lager jetzt erweitere. Ich kann hier theoretisch noch weiter reinbauen. Ja, super. Und die Folge kommt wieder etwas verspätet. Mein Schlafrhythmus ist einfach auch im Arsch. Also das ist absoluter Bullshit, mein Schlafrhythmus. Das ist... Ich stehe auf, schaue dann wahrscheinlich irgendwie einen Film oder eine Serie oder so und dann nehme ich erst auf. So. Und bei mir ist es halt so, dass ich erst sehr spät aufstehe gerade. So. Ach komm, das kann man alles weg da, geh weg da, alles weg hier. Selbst wenn ich hier, guck, hier so, mit Shift sogar. Normalerweise, wenn ich mit Shift springe, springe ich einen Block hoch. Und jetzt, durch die Boots of the Traveler, springt man automatisch höher. Zumindest kommt mir das so vor. Wir können auch gerne dann das Research für unsere, ne, unser Sword of the Sapphire machen. Ich habe das Research schon in den Table reingelegt. Aber zuerst mal ganz kurz ein bisschen den Berg hier abtragen. 13 Blöcke kann ich nur noch abbauen. Dann ist er hin. 3 Blöcke. Yeah! So, okay, warte. Dann reparieren wir mal schnell. Zum Beispiel hier. Oh, bin gleich drauf. Ich muss gar nicht springen. Ne? Also es ist... Gehen wir mal da rein. Und holen uns mal die Level. Ich finde die Boots of the Traveler richtig geil. Also muss ich ehrlich zugeben, richtig, richtig awesome. Hier zum Beispiel habe ich jetzt schon das Sword of Sephia, habe ich aber noch nicht angefangen, extra damit wir die wichtigen Researches zusammen machen in der Aufnahme. Das bedeutet, wir können da gleich mal anfangen. Dam, 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 dam. Und zwar machen wir das jetzt wieder so. Ich muss wieder die Seite suchen. Warum ich sie mir einfach nicht jedes Mal einfach schon voraus hier irgendwie zur Seite lege. Tellum und Potentia ist das. Oder Telum, weil es ja nur ein L hat. Telum da.
So, mit welcher Verbindung? 1, 2, 3, 4, 5er Verbindung. 5 Connections. Okay, na dann fangen wir mal an. Wir brauchen... Was ist denn das? Perdido, genau. Perdido von Tellumbeck. Bam. Mortus Victus. Da ist Mortus. Da ganz hinten ist Victus. Oh, genau einmal haben wir es noch. Granum, Orde und... Das war's. Granum haben wir auch noch einmal. Und Ordo haben wir da. Bam. Perfekt. Rambudentia zu Aea. In einer Fünferverbindung. Bam. Aea Tempestas Gelum Ordo Pudentia Ignis. Hm, nicht schlecht. Moment. Ja doch, das geht nicht anders. Ich glaube nicht, dass bei Aea einfach gleich mal Ordo hin kann, weil sonst würde ich das durchgehend jetzt so machen. Warte kurz. Ich probiere es mal aus. Das war falsch. Ich wollte bei Aea Ordo hinmachen. Ja, wusste ich, dass es nicht geht. So, Potentia, da habe ich jetzt mit Ordo angefangen. Das war, glaube ich, falsch. Ja, war falsch. Schade. gut, Potentia, da muss ich mit Ignis anfangen, dann Potentia, dann Ordo. So. Ignis, Potentia, Ordo, Gelum und Tempestas. Gelum habe ich noch 14 Mal, Tempestas dürfte ich noch einmal haben. 5 Mal habe ich es noch. Ja! Sword of the Zephyr! Angry Winds. Okay, dann bevor ich das jetzt noch nehme, kann ich ja gleich mal den nächsten Research, nämlich das, warte, wo haben wir es? Pickaxe of the Core oder Axe of Stream. Yeah. Shovel of the Earth Mover ist genauso ein Werkzeug. Wir nehmen die Pickaxe of the Core. Das ist die wichtigste von allen hier, von den dreien jetzt, meiner Meinung nach. Wobei, wir brauchen sowieso immer Holz. Das heißt, Axe of Stream. Hm. Ach egal, wir machen eh sowieso alles in dieser Folge gerade. Instrumentum. Da haben wir es. Instrumentum zu Ignis. In einer 1, 2, 3, 4, 5er Verbindung. Yeah. Okay, Humanus habe ich. 1, okay. Wow, ich dachte, ich hätte es nicht mehr. Fabrico Instrumentum. Oh Mann, ey. So, Ordo Potentia. Ja, das funktioniert. So, ich freue mich irgendwie gerade. So. Also entweder jetzt Instrumentum zu Sensus. Oder Ignis zu Sensus. Ich probiere es mal mit Ignus aus. Also Ignis, Mann ey, man verwechselt alles. In einer 5er Verbindung wird es wahrscheinlich wieder sein. 2, 5, ja passt, 5er Verbindung. Oh, ich habe kein Leben mehr. Ja, geil. Spiritus, Leben, Granum, ich habe beides nicht. Und Ordo und Potenz, oh Gott ey. Gut, das könnte schwer werden. Dann probieren wir es mit Instrumentum aus. In einer 5er Connection. Ne, das sind mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, das sind 5. Boah, ich kann schon nicht mehr zählen, ey. Habe ich AR? Ja, ich habe AR. Super. Okay, hier AR. Lux. Ignis. Oh, Run Out of Ink. Sag mir das doch früher. Wie wär's? Da werde ich sicher irgendwo noch was haben, oder? Was ist das? Achso. Wo habe ich denn das? Ich habe doch irgendwo noch Ink gehabt. Ink. Oder Scribing Tools, die hatte ich doch da irgendwo noch. Da haben wir Ink, das ist egal, nehme ich halt Ink, das ist ja jetzt nicht so schlecht. Bam, Ink, fertig, los. Okay, dann haben wir das. Bam, okay. So, was brauche ich jetzt zu Lux? Ignis, Potentia und Ordo. Ja. Also, Feuer. Die Hand Gottes, wie ich so gerne sage. Und... Oh, ich bin dumm. Die Hand Gottes, wie ich so gerne sage. Und Ordo. Fertig haben wir's. Big X of the Core. Perfekt. So, nächstes. Shovel of the Earth Mover oder X of Stream. Wir nehmen kurz die X of Stream. Und, oh Gott, das ist Motus. Na, du... Na, toll.
Das wird toll. Gut, dann nehmen wir Motus zu Instrumentum in einer 1, 2, 3, 4, 5er Verbindung. Fine, Connection. Ita terra tuta me. Hört sich jetzt gerade irgendwie anderssprachig an, aber ist okay. Ita. War mal Terra. Terra. Ich war wieder falsch, oder? 1, 2, 3. Nee, das passt schon. Das passt bis jetzt. Die Rüstung, genau. Instrumentum und Machina. Habe ich jetzt eigentlich noch ein Instrumentum? Eins habe ich noch. Oh ja. Lol, ich hab ich so ein endlich oder was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Also das ist mir neu. So, das geht. Dann Motus zu Aqua oder Instrumentum zu Aqua. Aber ich glaube, es würde Motus zu Aqua besser passen. In einer 3-5er Connection. So. Machina, Instrumentum, Machina, Motus. Oh Gott, dammit, ich habe keinen Motus. Okay, wie schaut's denn aus? Oh Gott, dammit. Zu Instrumentum in einer 1. Instrumentum zu Aqua. Warte. So. Wieder in einer 5er Verbindung. Find Connection. Da brauche ich auch Motus. Das gibt's nicht, Mann. Alter, ich brauche überall Motus. Ah, Air und Wasser, oder? Bam. Ja, passt. Bam, bam, bam. Yeah. Okay, Wasser haben wir genug. Ah, Air fehlt uns meistens immer am Schluss. So, dann machen wir das so. Haben wir Vakuus? Wenn nicht, dann nehmen wir einfach das andere. Ja, haben wir. Viermal. Ja, komm, dann machen wir das so. Das heißt, wir brauchen jetzt mal ganz kurz, da haben wir's. Von Aqua aus weg nach Instrumentum machen wir es jetzt. Okay, Aqua Motus. Eier. Vakuus, Partido und Tellum. Partido ist, Ordo. Das ist Partido. Wir haben die Axe of the Stream. Perfekt. So, und jetzt nur noch das letzte. Shovel of the Earth Mover. Das sind die ganzen Werkzeuge, die wir dann haben. Instrumentum zu Fabrico. Alter, man merkt sich ja wirklich die ganzen. Also, ich hätte mir nie gedacht, dass ich mir irgendwie das Ganze merke. 1, 2, 3, 4, 5er Verbindung. Yeah. So, okay. Gut, das könnte jetzt ein bisschen. Ich frage mich, warum ich das habe. Guckt euch das an. Warum glänzt denn das so? Instrumentum. Oh Gott, wir brauchen zweimal Humanus. Humanus. Perfudio, das ist Minen, ne? Ja, genau, Perfudio. Humanus. Und Fabrico. Hm, geil. Das haben wir da. Humanus macht man sich nochmal wie? Muss ganz kurz schauen wieder. Ey, Alter, ich sollte es mir wirklich schon langsam, ne? Schon langsam sollte ich es mir vorbereiten. Irgendwie. So, das haben wir hier. Das haben wir hier. Das haben wir hier. So, Humanus. Wird aus Bestia und Cognitio gemacht. Bestia, Cognitio. Bam, 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 bam. Humanus. Fertig. So, Instrumentum zu Terra. Yeah. Terra, 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 Terra. Terra wird eigentlich fast nie benutzt. Warum, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich brauche Leben. Leben macht man sich aus was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Nee. Victus. Obwohl, ich habe das letzte Folge erst gemacht, ne? Also fällt mir nur gerade so ein. Victus macht man sich aus Wasser und Terra. Ja, endlich brauche ich wieder Terra. Wahnsinn. Einfach mal oft genug gemacht, hoffentlich. So. Victus, Mortus, Spiritus, Cognitio und Humanus. Ja, bin ich ja froh, dass ich das gemacht habe, ja. Also. Spiritus, Mortus, Victus. Hört sich an wie so ein Exorzismus-Gedöns, ey. Spiritus, Mortus, Victus. Spiritus. Wo ist Spiritus? Spiritus? Spiritus?
Wo ist der Geist? Bin ich blind? Ich bin blind, oder? Alter, wo ist hier der Geist? Jetzt ernsthaft. Da nicht? Da! Ich hab ihn! Ja! Okay. So, Spiritus, dann der Tod selbst, dann das Leben, also eine super Verbindung. Fertig haben wir's. Schaffel auf die Erdmover, yeah! So, okay, dann haben wir das mal alles hier, dann, perfekt. Dann kann man das hier so und so und... Shovel of the Earth Mover. X of the Stream. Pickaxe of the Core. Und Sword of the Sapphire. Yeah. Das macht Spaß. So, das hier so, das hier so. Wo ist mein... Alter, wo ist mein Taumonomikon? Habe ich das weggelegt? Taumo? Ich will mein Taumonomikon nicht weggelegt haben, Alter. Taumonomikon. Wo ist mein Taumonomikon? Alter. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt einige Zeit suchen können. Hier vielleicht? Da vielleicht? Ich hab's! Ja! So. Und zwar, uns hat nämlich genau ein einziger Research gefehlt, nämlich Limus. Alter, warum habe ich gerade Leben verloren? Was ist los? Versteh ich nicht. Limus hat uns gefehlt. Und jetzt können wir so viel machen. Was ist das denn? Achso. Jetzt können wir so viel machen. Guckt euch das an, pass auf. Wir haben hier jetzt die allererste Seite, Basic Information. Ja? Oh, sorry. So. Da haben wir alles, alles außer die Research Duplication. Die habe ich aber eh noch als Research und so. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Also. Dann hier, Note in a Jar. Da habe ich sogar noch das Ganze. Die Research habe ich ja schon. Moment. Theoretisch, wenn ich mir jetzt, also zum Beispiel jetzt, wenn ich mir jetzt Scribing Tools nehme, ja. Ich meine, ich habe zwar kein Paper, aber eigentlich, nee, auch nicht, okay, schade. Wenn ich Paper habe, würde dann da stehen, ja, ich habe die Research schon mal geholt und so weiter. Das heißt, ich kann euch das ja mal zeigen. Paper, so. Alter, man kann sich aus Papier was machen, hä? Verstehe ich nicht. Kein Paper, kein Paper, immer noch kein Paper. Wer weiß, ob ich überhaupt noch ein Paper habe. Wenn nicht, dann muss ich halt die Bookshelves nehmen. Hier so die Books oder so. Und zu Not abrasen. Mit unseren jetzigen Schuhen sollte das noch weniger ein Problem werden als mit den Hermes Boots. Nein. Nein. Immer noch nicht. Book and Quill. Warum habe ich Book and Quills? Kann man das irgendwie erklären? Egal. Zurückverwandeln und dann passt das schon. Wir haben kein Papier, wie es aussieht. Also wirklich gar keins mehr. Ich meine, ich kann hier noch nachschauen. Da ist auch nichts drin, was Papier angeht. Hier ist kein Paper drin. Hier ist kein Paper drin. Alter, wir haben wirklich kein Papier mehr. Wir sind aber arm. Schade irgendwie. Gut, wir haben kein Papier mehr. Das heißt, ich werde jetzt ab sofort nicht nach Paper suchen, sondern nach Book. Ich meine, die Book and Quills habe ich ja jetzt schon, aber... Kein Book. Kein Book. Immer noch nicht. Haben wir auch keine Bookshelves mehr? Da, einen. Wow. Einen Bookshelf. Enchanted Book. Kann man das... Kann man? Ich weiß es gar nicht. Warte, ich leg das mal rein, dann leg ich das wieder raus, dann da rein, da raus, dann da rein, dann... Hey, 17 Books, ja! So, dann. Da ist nichts. Die obere habe ich schon, jawohl. Da ist nichts mit Book. Da ist nichts mit Book. Da ist nichts mit Book. Und da genauso wenig, ey. So, haben wir da noch welche? Nein. Also ich schaue jetzt einfach ganz durch und dann gehe ich kurz zur Notaube und hole mir, beziehungsweise mach das. Was ist das, Alter? Nein. Und, ja, Endcrafte es wieder. Oder Uncrafting Table heißt das ja, glaube ich. Was ich mich frage ist, wie weit kann man mit dem springen? Jetzt, so wie wir es gerade ausgerüstet sind, meine ich. Das ist eine gute Frage.
Wahrscheinlich sehr weit. So. Da, 8 Bookshelves. Perfekt. Kann man ja Papier draus machen. Okay, passt. Wir machen Papier draus. Ich meine, vielleicht jetzt eine Verschwendung, weil wir... Aber es ist egal. Wir machen Papier draus. Und fertig und aus. So, dann mache ich das so. Dann habe ich halt keine Fire Protection mehr. Aber die hole ich mir sowieso durch meine Kristalle jetzt gerade. Hier. So, und dann bin ich gespannt. Habe ich mein Grünzeug noch? Ja, passt. Okay, dann bin ich gespannt. Wir sind nämlich erstens schneller mit den Boots of the Traveler im Springen und gleichzeitig wahrscheinlich auch im Gleiten, weil wir jetzt gleiten. Wie geht denn? Wo müssen wir hin? Ins erste Haus, glaube ich. Ja, genau. Ja, grüß dich. Hui, das macht so Spaß. Ich bin nicht mal abgesprungen, Leute. Hat man das gesehen? Ja, ne? So, los geht's. Wumm. Oh, Achtung. Und abspringen. Perfekt. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, weil gleiten tue ich mit Steuerung und ich habe während dem Springen schon Steuerung gedrückt. Das heißt, ich bin gar nicht erst hochgesprungen. Schade, schade, schade. Wäre zu schön gewesen, wenn ich hier drin gelandet wäre. Aber das ginge sich jetzt aus mit dem Gleiter, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Alter, ich will nicht fallen, ich will da rauf. Was ist denn los? Ja, endlich, Alter. Vorwärts! Katsching! Wo haben wir den? Da ist er. Kann man das machen? Oh! Oh mein Gott! Oh, wusste ich gar nicht. Alter, was ist da los? Gib mir das alles. Gut, dass man alles weiß. So, dann lege ich mal hier die Books rein und hole mir das ganze Papier. Oh, ich habe zu wenig Level. Schade. Gib mir Level. Gib mir Level. Schneller. Wir hätten uns zuerst noch ein bisschen hochleveln sollen bei mir zu Hause. Okay, okay, das wird längere Zeit dauern. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge und werde das offscreen machen. Wir sehen uns dann in der neuen Folge. Bis dann. Ciao.